meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Sign Ghost Dimension. So, so lass mal kurz gucken, wo wir beim letzten Mal waren. Ich hatte euch viel gezeigt gehabt, was man da machen kann mit den Apps. Das ist so das Chatfenster. Wir konnten tatsächlich hier selber Nachrichten reinschreiben, Statusmeldung gebe ich ein, wie bei mir bei WhatsApp. Und das war damals... Oh, warte mal. Das finde ich gut, dass das auch geht, weil ich intensive Krebsfälle hatte. Hier kann ich das nicht eingeben. Deine Stimmung. Alles klar, meine Stimmung. Okay, aber dann mache ich das eben halt so, weil ich damals viele Krebsfälle in meiner Familie hatte. Gibt es... Fuck, Cancer. Mein Lieblingsfilm ist... Da muss ich nicht lange überlegen. So. Und Musik. Musik. Nehmen wir mal... da gibt's viel, ne? Aber nur mal Santiano. Santiano. Bam. Das kann man machen. Finde ich geil. Wie gesagt, hier auf dem Gerät geht es noch nicht mit diesem Premium-Dingens, da mit dem Premium. Das finde ich echt total kacke, dass das irgendwie noch nicht geht. Und wenn ich das so sehe, geht es auch nur mit Sternchen. Ach, wir werden sehen, ob er das speichert oder nicht. So. Spielwerten können wir immer noch mal machen. So, los geht's. Gabriela. Gabriela ist das Mädchen, was wir haben abblitzen lassen. Sie erinnert mich so ein bisschen an die YouTuberin, die Shane. Mal gucken. Meine beste Freundin, wir studieren zusammen. Sie ist esoterisch veranlagt und interessiert sich für schwarze Magie. Seit kurzem empfindet sie mehr für mich als nur Freundschaft. Bitte lass uns reden. Ich mache mir echt Sorgen. Du fehlst mir. Warum ignorierst du mich? Die Frage ist, in welche Richtung soll wir gehen? Ich krieg das Bild groß von ihr, Gabriele. Ja, das ist Gab... Ah, guck mal, so kriegt man das groß. Das ist Gabriela, unsere beste Freundin. Fragen wir sie aber mal. Sie ist ja offensichtlich online, also verschwunden ist sie ja schon mal nicht. Was ist wenn? Da, da, da. Kommt nix. Aha, Lea ist wieder da. Unsere süße Ex-Freundin. So, Dele, da bin ich wieder. Also, welches findest du besser? Ja, ich habe ja nur die eine gesehen. Ach, guck. Das war jetzt für so ein Vorstellungsgespräch, ne? Da muss ich dir ganz sagen, das erste finde ich da seriöser, oder? Komm, das erste. Für eine schwarze passender. Du solltest das rote nehmen. Sind beide gut. Nee, tatsächlich finde ich das schwarze besser. Hätte sich auch gar nicht umziehen müssen. Hätten wir gleich alles so klären können, oder? Aha, darf ich fragen, wieso? Bin kein Modeberater. Ich finde es einfach besser. Schwarz wirkt kraftvoll und raffiniert. Dezent, elegant, damit kannst du nichts falsch machen. Wahrscheinlich genau das. Ich denke mal eher seriös. Ich habe nämlich mal gehört, dass Personalchefs ein dezentes Blau oder Schwarz bevorzugen. Habe ich noch nie gehört, aber wird wohl so schon stimmen. Ich muss mich mal daran erinnern, dass ich gleich nochmal die Dings machen. Oha, da spricht der Profi. Dann nehme ich das, danke. Ich muss nochmal diese Likes machen, mir Videos anschauen, damit ich die Leute mal ein bisschen besser mag. Wolf, ha, wer kennt den Wolf noch? Du schaffst das. Viel Glück. Okay, ach, das ist interessant. Guck mal, der gute alte Wolf. Wo ist er hin? Wo ist der Wolf? Da, da ist der Wolf. Servus, Störch. Servus, Störch. Der Ex-Freund meiner Kommilitonin Gabriela. Er ist außerdem ein erfolgreicher und begnadeter Hacker. Mit denen haben wir ja schon Erfahrungen gemacht in 7.1. Also 7 tödliche Offenbarung und 7 Endgame. Jetzt ist der Wolf hier. Kommt drauf an. Nope, was gibt's? Erzähl uns eine Geschichte, Wolf. Da bin ich jetzt aber mal gespannt. Der Wolf. Ja, es ist tatsächlich noch derselbe. Ach, wie schön. Guck mal hier sogar das Hintergrundbild von diesen Hacker-Dingens von 7 Endgame noch. Mega gut. Du erinnerst dich an mich? Na, logisch, Wolf. Nicht wirklich. Du kommst mir bekannt vor. Ich sag mal, klar, klar, Digiline, klar. Das freut mich.
Das ist immerhin fast 2 Jahre her und in der Zeit habe ich sehr viel erlebt. Ich musste so einen Dr. Tiefenbrunner jagen und noch eine Irre Forever. Okay. Damals war ich ja noch mit Gabriela zusammen und das ist auch der Grund, warum ich mich melde. Hast du in letzter Zeit was von ihr gehört? Ihr seid doch eng befreundet. Sie ignoriert mich seit gut einer Woche. Ja, vielleicht hat sie einfach kein Interesse. Dich also auch? Dann liegt es wohl doch nicht nur an mir. Okay. Dich also auch. Oh, mich ärgert, dass es hier auf diesem Gerät ein bisschen Premium nicht geht, ne? Oh, es ärgert mich. Auch? Ja, ich erreiche sie ebenfalls nicht. Oh, das klingt nicht gut. Von ihren Alten kriege ich auch keine Auskunft. Versuch doch mal Vater zu sagen. Was? Organparty? Oh Gott, was ist da los? Die sind mir etwas missgestimmt. Ein Hacker wäre nicht gut für ihre Medizinstudentin. Ah, wo sie recht haben, haben sie recht. Weißt du was? Ich schaue später bei ihr vorbei und gebe dir dann Bescheid, okay? Danke, das ist echt nett von dir. Ja. So, ich, ne? So bin ich halt. So, lass mal kurz gucken. Sind wir hier fertig? Organpartys. So. Der Wolf was? Cedric, hey, Cedric. Im Übrigen, Cedric. Der Cedric. Witzigerweise hat er mich vorhin bei Instagram angeschrieben. Also jetzt in Real Life tatsächlich. Ich nehme mal an, dass wir hier auf seinen Links... Guck mal, das ist der liebe Cedric. Das ist ein ganz, ganz netter Kerl. Ich nehme mal an, dass wir hier auf seinen Instagram-Account kommen, wenn ihr hier das die Premium-Dings da macht. Ich würde das cool finden, wenn ihr ihn folgt. Er ist ein echt netter Typ. Folgt ihn doch einfach mal auf Instagram. Ihr müsst nur Premium-Dings machen und dann macht das startklar, dann geht das sofort los. So, mein WoW-Orkjäger. Ja. Huch. Okay, cool. Das ist echt cool, ne? Also wie gesagt, ich feiere das, dass die Entwickler so etwas gemacht haben. Favorite Music Band. Oh, haben wir... Ah ja, genau. Da habt ihr Linkin Park, tatsächlich. Ein sehr guter Geschmack. Wie gesagt, wenn ihr jetzt das Premium-Ding hier gemacht habt, folgt ihnen. Das ist ein sehr, sehr netter, sehr, sehr netter Typ. Könnt ihr auch ihm vielleicht mal Hallo sagen oder so. So, hi Chiara, hi Cedric und hi Yannick. Achso, willkommen zur Organparty. Es gibt nur eine Regel, seid lieb zueinander. Das sagt der Richtige. Ich bin aus Prinzip lieb. Wurde echt Zeit, Cedric. Aber echt, Cedric. Wurde echt mal Zeit, Cedric. So. Ja, witzig, oder? Witzig. Deswegen hat er mich wahrscheinlich auch angeschrieben. Oh, wie förmlich, Tom G. Ich habe mich voll gerade angesprochen gefühlt. Ja, woher kennt er meinen Namen? Ja. Ich find's gut. Ja, klar kennt er meinen Namen, weil ich habe mich ja so genannt in den Spielen, ne? So. Oh, wie förmlich, Tom G, genau. Er hält sich nur an die Regel. Gabriela wurde in Zug und Jonathan. Jonathan soll der Hammer-Typ sein. Ist der Hammer-Typ. Ja, schon gut, Süße. Moin, moin. Hier, Jonathan. Ach, Mann. Yippie-yay, Schweinebacke. Ist aber auch ein hammerbärenstarker Typ, ne? Muss ich schon sagen. Also ich ganz im Ernst, ich glaube, der hat's drauf. Der hat's drauf. Ein bisschen fett ist der vielleicht, aber naja, was soll's. Kann die auch mal ein bisschen abnehmen, ne? Und der mit seinem Bart so ungepflegt, so ein bisschen. Ach, Männer mit Bart halt, ne? Aber was soll's. So, Jonathan. Das ist Jonathan. Moment mal. Oh, da bin ich hier tatsächlich vor Schreck aus dem Spiel rausgesplitscht, weil ich den hübschen Jonathan gesehen habe. Alter Vater. Echt, die Frage, Jonathan oder Jonathan? Ich glaube eher Jonathan. Wir nennen ihn Jonathan. Ja, moin moin. Oder moin moin. Ja, moin moin. Sorry, ich verlasse die Gruppe wieder. Hab grad echt andere Probleme. Och, Gabriela, endlich meldest du dich mal. Wieso ignorierst du mich seit Tagen? Ja, sie lebt noch. Ja, sie lebt noch. Sie lebt noch. Ja. Geil hier. Ja.
Unser Prof hat schon befürchtet, du würdest hinschmeißen. Gabriela verschlechtert, warum das denn? Das ist es nicht. Innere Medizin ist eben nichts für zart beseitete Seelchen. Vielleicht sollte ich so reden oder so. Ich glaube, das kommt dieser Stimme sehr nah. Will aber nicht darüber reden. Akzeptiert das. Schon gar nicht im Gruppenchat. Bleib mal locker, was ist los? Falls du alleine darüber reden willst, bin ich für dich da. Dann behalte es eben für dich. Na komm, komm. Hier, der ist ein hammergeiler Typ aufgetreten, Inka. Jonathan heißt er. Alter, was für ein Typ, du. Okay. Oh mein Gott. Tomsi, pass auf, dass du nicht ausrutscht. Jetzt erzähl schon, Bria. Ihr werdet mir eh nicht glauben. Niemand glaubt mir. Und hör auf, mich Bria zu nennen. Gabriela, bitte, was ist denn los? Jetzt rück schon raus mit der Sprache. Jetzt tu nicht so geheimnisvoll. Machen wir mal... Ach komm, jetzt tu nicht so geheimnisvoll. Schon wieder verschlechtert. Dafür, dass unsere beste Freundin ist, ne? Tomji hat recht, also was ist los? Also gut. Cedric. Auch geiler Vogel, ne? Warte, ich füge noch schnell Tayo hinzu und Ruby hinzu. Dann sind wir vollzählig. Ruby wurde Gruppe hinzugefügt, Tayo wurde hinzugefügt. Ah, cool. Ruby, 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 Ruby. Ah, okay. Hey, ihr sitzt gerade am Seminararbeiten, Kreislaufsystem, kotz im Strahl. Rubyline, Ruby, Ruby. Alles klar. Braucht gleich mal eure Hilfe. Am besten fragst du Chiara. Die kennt sich ja mit Kreislauf aus. Immer wenn sie shoppen geht. Schreibt Mr. Nerd, der am Wochenende nie sein Haus verlässt. Woher weiß ich das denn? Hey, hör mal. Lernt man in World of Warcraft cool zu sein? Ich spiele nicht World of Warcraft. Alles klar. Leute, bitte. Kera, komm, lass es gut sein. Jonathan, schalt mal einen Gang zurück. Echt, Jonathan, es wird Zeit, dass du echt mal einen Gang zurückschaltest. Lach nicht so, Inka. Jo, Kera, scheue ihm einfach eine. Dass du in Kiara Schutz nimmst, war ja ganz klar wie Klopurö, Cedric. Du rennst ja jeder hinterher, wie ein läufiger Köter. Ihr vielleicht mehr. Oh, Mittelfinger-Action. Gewonnen. Cool, schick mal die Sticker, please. Achso, ich muss den anderen sprechen. Naja. Ich habe aber schon wieder ein... Oh, Video. Organparty. Geiler Name, Cedric. Ich bin gerade auf dem Sprung. Ich gehe noch ins Tonstudio, denn ich habe einen neuen Song am Start. Wow! Und Yannick, wegen Fitnessstudio schaffe ich heute nicht mehr. Passt einfach zeitlich jetzt nicht, weil das mit dem Studio dazwischen kam. Aber Ruby. Ruby, 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 Ruby! Hier bringe ich auf jeden Fall noch die Übungsbogen vorbei. Haut rein, Leute. Später. Oh, wow, was hast du denn eingeschmissen, Mann? Da bin ich aber mal gespannt. Du hast auf jeden Fall den ein oder anderen 14 Kaffee zu viel getrunken, oder? Ja, warte mal. Das finde ich cool. Tayo. Alles klar, Tayo. Warte mal, warte mal eben. Bald gibt es neue Musik von mir. Folgt mir auf Insta. Also, Leute, seht ihr? Folgt ihn auf Insta.
Zurück zum Thema, Leute. Unsere liebste Gabriele wollte gerade was erzählen, also hau raus, Lady. Wo fange ich denn jetzt nur an? Hat es etwas mit mir zu tun, Gabriela? Erzähl einfach von Anfang an. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Und nimm dir sehr viel Zeit. Okay, ich versuche es. Das Top-Ergebnis im Internet sagt dazu Folgendes. Ich habe vor 7 Tagen so ein seltsames Video von Unbekannten bekommen. Verdammt, ich hätte es einfach nicht anschauen sollen. Bin ich auch der Meinung, sowas macht man nicht. Videos sich von Unbekannten anschauen. Erzähl schon, worum geht es denn da? Du machst es doch ja noch spannender als jeder Tarantino-Film. Geht es um das Video über Tomjis Genitalbereich zum Thema Mikroorganismen? Witzig, Cedric. Zeit mal die Fresse zu halten, Cedric. Super cool. Vergiss es, Leute, ich wusste, es macht keinen Sinn. Nicht gleich ausflippen. War ja nur ein Scherz. Verdammt, Leute, schwafelt nicht immer vom Thema ab und schweift nicht vom Thema ab, nicht schwafeln. Sorry, Gabriele, erzähl bitte weiter. Die Leute haben ja einfach kein Benehmen. Es war total verstörend. Immer wieder war ein Mädchen im weißen Kleid zu sehen. Und irgendwelche Spinnen, Schatten und Gräber. Ich war wie hypnotisiert. Konnte einfach nicht wegschauen. Ich hasse Spinnen. Es gibt nichts Schlimmeres, oder? Da hat sie recht. So eine dicke, fette Winkelspinne. Sind mir ziemlich gleichgültig. Leben und leben lassen. Ich mag die Viecher auch nicht. Ich mag Spinnen. Sind interessante Geschöpfe. Sie essen zumindest Ungeziefer und trinken ein das Bier nicht weg. Jonathan, ernsthaft. Darum geht es nicht. Als das Video zu Ende war, klingelte mein Handy. Eine Mädchenstimme flüsterte, ich werde in 7 Tagen sterben. Jeder, der es sieht, wird sterben. Süße, was hast du denn geraucht? Oh Mann! Horrorfilme und Drogen harmonieren nicht sonderlich gut zusammen, ne? Komm Leute, das ist wirklich unheimlich. Da will ich bestimmt nur einer reinlegen. Bitte hört auf, euch lustig zu machen. Ist es dein Ernst, Gabriela? Wirklich dein Scheiß Ernst? Nein, alles gut. Genau so. Würde mich mal interessieren, wer sich so ein Quatsch ausdenkt. Wer schaut Splatterfilme? Ist halt ein Hobby. Löscht den Mist und gut ist. Nein, verdammt. Ich wusste es. Ihr versteht es einfach nicht. Ich habe Angst. Verdammt scheiß Angst. Das ist kein Fake. Seit dem Video sehe ich überall dieses Mädchen. Im Kaufhaus, im Bus, sogar bei mir zu Hause im Bad. Und es geschehen Sachen, seltsame Sachen. Bop, bop. Ah, guck mal, jetzt sind wir keine Premium-Dinger. Es ärgert mich so, dass ich es nicht kann, ne? Diese Premium-Dinger zu machen. Ich würde so gerne, Freunde, wirklich. Ich würde so gerne. Okay. Die ist mir selber zu heftig. Wie schon gesagt, ich mag Spinnen. Gabriela, das ist nur eine Spinne. Fuck, Mann, warte mal eben.